Gude Fußball 2000 und Gude an alle diejenigen, die sich mit mir darüber freuen können, dass unsere Eintracht-Euphorie und unsere Eintracht-Freude weitergehen darf. Nachdem wir auswärts in Lissabon das Champions League Achtelfinale klar machen, machen wir gerade auch klar, dass wir während dieser Kack-WM in Katar auch noch über unsere Bundesliga-Platzierung international spielen dürfen nächstes Jahr. Wie geil ist das denn? Wir gewinnen 2:1 beim FC Augsburg, gewinnen gegen einen Gegner, der nach der ersten Minute, nachdem sie glücklich in Führung gehen, sich nur noch hinten reinstellt. Und das ist die Entwicklung, die wir als Eintracht Frankfurt geschafft haben. Denn letzte Saison hätten wir als Eintracht so FC Augsburg nicht geschlagen. Und vor allem auch noch am Anfang dieser Saison hatten wir Schwierigkeiten, Gegner zu bespielen, die hinten drin stehen. Aber nein, wir schaffen es beim 1:1 Ausgleichstreffer, einen tiefstehenden Gegner durch Barcelona Prime Tiki-Taka Kombination aus dem Spiel zu nehmen, sodass dann Seppel Rode im Strafraum einfach nur noch einschieben muss. Ich denke, das sagt alles. Das ist ein Sebastian Rode, unser Sechser, unser defensiver Sechser. Wenn so neben Rode spielt, ist Rode unser defensiver Sechser, dass der dann auch noch nur noch einschieben muss. Das sagt alles aus. Wir spielen überragenden Fußball. Wir haben einen überragenden Torwart mit Kevin Trapp im Tor. Das ist der Wahnsinn, was du alles hältst. Wie kannst du denn in der ersten Halbzeit so krass richtig stehen, deinen Arm richtig haben, sodass du aus 5 Metern einen Ball im eigenen Fünfer hältst? Das ist für mich Stammtorhüter für die WM. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch wollt, dass Kevin Trapp Stammtorhüter bei der WM wird. Vor allem jetzt, wo Manuel Neuer verletzt ist, gehört für mich Kevin Trapp ins Tor. Nichtsdestotrotz steht es 1:1 zur Halbzeit. Und dann kommen wir raus und legen los wie die Feuerwehr. Hilfe, Mann, wir haben so viele englische Wochen gerade in unseren Knochen. Die meisten Spieler spielen 5 Spiele in Folge mittlerweile und machen einfach weiter. Mit der Einwechslung durch Knauf kam so Feuer ins Spiel rein in der zweiten Halbzeit. Das war einfach krass. Und dann die Elfmetersituation. Ich weiß nicht, soll ich mich noch aufregen? Also, wie kann das denn kein Hand sein? Wie kann das denn kein Hand sein, Mann? Also mehr Hand geht doch gar nicht. Was läuft denn da schief, Mann? Also das ist doch Hand hoch 100 Hand. Und dass das Hand ist, ist ja eine Sache. Aber die Schiedsrichter werden doch dazu angehalten, die Situation durchlaufen zu lassen, bis die Aktion vorbei ist. Danach schießen wir noch ein Tor. Das heißt, wir haben effektiv in 2 Situationen, innerhalb einer Situation, mit 2 Aktionen ein Tor geklaut bekommen. Erstens hätten wir den danach reingemacht, nach der klarsten Handaktion in der ganzen Hinrunde. Und zweitens, sag mal, du guckst es dir als Videobeweis an und Dennis Aitekin ist einer unserer besten Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben. Du guckst es dir an und entscheidest auf gefährliches Spiel? Was ist das denn für ein Quatsch? Aber ich will mich gar nicht darüber aufregen, weil wir einfach danach weitermachen. Das bringt uns gar nicht aus dem Spiel. Wir machen weiter und dann Ansgar Knauf, der zur Halbzeit reinkommt, für Schwung sorgt, in Lissabon für Schwung gesorgt hat, macht hier das 2:1. Das freut mich persönlich für Ansgar am meisten. Bitte, Markus Grösche, versuch irgendwie diesen Mann zu halten. Der ist einfach genial. Markus Grösche, bitte halt Ansgar Knauf bei der Eintracht. Und dann gehen wir 2:1 durch ein Kacktor in Führung in Augsburg. Aber das muss auch manchmal sein. Weil FC Augsburg auch genauso ein Kackgegner ist und solche Kack-Auswärtsspiele musst du einfach so gewinnen. Und das ist die Entwicklung, die wir gemacht haben. Natürlich, alter Kolomoani, was du mit den Gegenspielern anstellst, danach, nach dem 2:1, du lässt sie aussehen wie Hütchen. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das sind Bundesliga-Gegner, gegen die du spielst und du lässt sie aussehen wie Hütchen. Oberstes Regal. Wow, unser Kader ist brutal. Und dann spielen wir das Ding runter. Wir spielen das Ding runter in Augsburg bei einem Kackgegner und gewinnen mit 2:1. Und jetzt haben wir nur noch 2 Mannschaften vor uns, die wir schlagen müssen und auch schlagen werden. Und dann überwintern wir sowohl in der Bundesliga-Tabelle als auch im Champions League Achtelfinale international. Wie cool ist das denn? Wir werden auch noch Hoffenheim schlagen, wir werden auch noch Mainz schlagen und dann werden wir diese dumme WM irgendwie, keine Ahnung, was wir da machen. Auf jeden Fall sind wir da international und das ist das, was zählt. Die Eintracht-Reise geht weiter, die Eintracht-Freude geht weiter. Bis dahin, Fußball 2000. Unsere besten 3 Auswärtsfahrten. Die Nummer 3, boah, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe mich sehr schwer getan, das zu gewichten. Ich würde ein exotisches Auswärtsspiel nehmen. Kevin Trapp vom Platz geflogen, genau. 3:0 verloren. Neben mir stand die ganze Zeit ein Fan, der immer nur rief, Armin, die Vorbereitung ist im Arsch. Es war irgendwie 40 Grad, ich hatte kein T-Shirt mehr an. Wir sind dort angekommen, dann gibt es den berühmten Auer Nudeltopf.
den darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Weil du warst irgendwie mit 8.000, 9.000 Leuten dort, die Stimmung war krass, weil das Stadion auch geil überdacht war. Nachts um 2 ging der Alarm an und jemand stand mit dem Feuerlöscher nackt vor uns, hat uns vollgespritzt. Es war ein sehr skurriles Feld. Sicher, dass es ein Feuerlöcher war?